Ja, also die Veranstaltung war eine ganz normale Veranstaltung. Wir wurden unterwiesen, wie die Stimmen ausgezählt werden, wie die Wahlzettel aussehen und so weiter. Wir wurden aufgeklärt, dass wir politisch neutral sein müssen, was natürlich für jeden selbstverständlich war. Dann wurden uns die Wahlzettel erklärt und welche Stimmen gültig und ungültig sind. Dann kam das Thema Wahlbeobachter oder ja. Kam das Thema Wahlbeobachter und da wurde dann ein schwarzer Zettel an die Wand gebeamt, wo man nicht lesen konnte, was drauf stand. Und der Wahlleiter, ich nehme an, dass es der Wahlleiter ist, hat dann gesagt, wenn die AfD verteilt solche Zettel und wenn wir diese Zettel sehen, sollen wir sie vernichten und wegschmeißen. Und dass die AfD vorhat, Leute vorbeizuschicken, die dann uns sagen, wie wir unsere Arbeit zu machen haben. Und die möchten wir des Wahllokals verweisen. Und wenn sie das nicht tun, dann sollen wir ihn im Rathaus anrufen. Er schickt dann die Polizei und die werden dann dafür sorgen, dass sie gehen. Und ja, dann hat er weitergemacht mit der Unterweisung. Und mittendrin kam dann nochmal dieser schwarze Zettel an die Wand und er hat uns nochmal das Gleiche gesagt. Und wieder die AfD. Und wieder war nicht zu lesen, was auf dem Zettel drauf stand. Naja, und erst wollte ich was sagen, weil anfangs hat er ja gesagt, von wegen politisch neutral und dann kommen solche Sachen ums Eck. Dann habe ich mir aber gedacht, nein, ich halte meinen Mund und ja. Wie werden Sie sich verhalten am Sonntag, wenn solche Zettel wirklich aufkreuzen? Ich werde mich politisch neutral verhalten und ich werde mir den Zettel durchlesen und ich werde die Leute nicht rausschicken, dann ist es ja Bürgerrecht. Bei einer Wahl den Beobachter zu machen. Ja, ich bin Tobias Peterka, Bezirksvorsitzender der AfD Oberfranken, Mitglied des Deutschen Bundestages und vom Beruf Wirtschaftsjurist. Das ist natürlich ein erheblicher Verstoß gegen die Demokratie schlussendlich, gegen das Hochamt der Demokratie, nämlich das Wählen vor Ort, das Wahrnehmen der eigenen Wahlentscheidung und damit zusammenhängend für jede natürliche Person das Recht, auch die Wahl zu beobachten. Das ist, wie gesagt, jedem Bürger offen, egal welches Parteibuch er hat. Ich zum Beispiel dürfte es nicht, allein deshalb, weil ich den Wahlvorschlag Oberfranken unterzeichnet habe. Das ist eine der wenigen Ausnahmen. Ansonsten darf jeder Bürger natürlich diese Wahl beobachten, solange die Räumlichkeiten es erlauben. Er darf nicht stören. Das haben wir aber auch nicht vor als AfD. Und dass dieses Recht hier in Abrede gestellt wird, in Pegnitz, ist einfach eine Frechheit. Rührt vielleicht daher, dass jahrzehntelang man ungestört war als Wahlkommission, weil die Bürger kein Interesse hatten, weil die Bürger nicht beobachtet haben. Jetzt als AfD beobachten wir verstärkt und da fühlt man sich vielleicht auf den Schlips getreten. Das muss man aber abkönnen in einer Demokratie. Dieses Recht lassen wir uns nicht nehmen. Natürlich unabhängig von der Zugehörigkeit der Wahlbeobachter gilt dieses Recht auf freie Wahlbeobachtung für alle. Auch wenn jetzt hier Sympathisanten der Linkspartei dieses Recht verwehrt bekommen, wären wir auch dagegen. Das ist logisch, aber konkret geht es natürlich wieder gegen uns, gegen die AfD.